Hallo, hallo zusammen. Heute kommt die versprochene Ravelry-Folge. Ich will euch heute zeigen, die wichtigste Sache bei Ravelry, wie ihr nach Anleitung suchen könnt. Ich nehme heute mal mit meinem Stream-Programm auf, streame aber nicht. Ich hoffe, es klappt mal ganz gut. Mikro dran, los geht's. Also, ich schalte mal kurz um. Als erstes braucht ihr natürlich die Seite Ravelry. Also ich habe mich jetzt hier schon eingeloggt und bin drin. Und als erstes solltet ihr euch einen Account zulegen. Wer die Adresse nicht kennt, ich habe es mal wieder unter dem Video mal wieder verlinkt. Ihr findet es in der Infobox. Meistens markiere ich es im ersten Kommentar. Da packe ich euch alle Links rein, über die ich rede. Und das ist die bekannte Webseite für Handarbeiter. Also wenn ihr strickt oder häkelt, ist das praktisch so die bekannteste Seite, gerade im englischsprachigen Raum, was Community, Anleitung und so weiter angeht. Also das habe ich im letzten Livestream schon gesagt, das ist so etwas wie das Facebook für Stricker und Häkler. Das ist eine Community, eine Suchmaschine, eine Garnbewertungsseite, eine Anleitungsbewertungsseite, Austausch. Dort gibt es Foren, dort gibt es Gruppen. Die Möglichkeiten sind unendlich. Man kann dort Anleitungen finden, Anleitungen verkaufen, sich austauschen, seine Garne vorstellen, alles Mögliche. Also egal, ob ihr ein Stricker oder ein Designer seid oder was auch immer, es ist eine tolle, tolle, tolle Seite. Ja, also wir gehen jetzt einen Schritt, nehmen wir an, ihr habt euch für die Seite angemeldet, was ich euch auch empfehlen würde, was ihr tun solltet. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr auf der Seite euch ein bisschen bewegen könnt. Das ist die Startseite. Also wenn ihr euch bei Ravelry einloggt mit eurer E-Mail-Adresse und eurem Passwort, sieht so die Startseite aus. Und da stehen immer die aktuellsten Beiträge drin. Es ist praktisch so diese Landingpage, ja, die Startseite von Ravelry, und da stehen die aktuellsten Beiträge. Wer des Englischen mächtig ist, kann sich das gerne auf Englisch durchlesen. Ansonsten habt ihr die Option, ihr könnt das Ganze markieren und zum Beispiel bei Google Translator eingeben und euch das auf Deutsch ausgeben lassen. Achtung, natürlich, wenn ein Computer etwas übersetzt, sieht das ein bisschen komisch aus. Die Wörter sind natürlich ein bisschen komisch gemacht. Wir können das einfach mal spaßeshalber machen. Ich kopiere mir das mal fix. Und dann sagt ihr hier, ich hätte es gerne vom Englischen ins Deutsche. Und dann tippt ihr das hier ein. Und dann übersetzt ihr euch das direkt, wie das in Deutsch aussehen würde. Das geht. Was ihr noch machen könnt stattdessen, ihr könnt euch eine Erweiterung für euren Browser installieren. Das gibt es für jeden Browser, dass ihr praktisch, wenn ihr hier drüber fahrt, ihr automatisch das übersetzt bekommt. Das gibt es auch. Also schaut einfach mal, googelt mal, wie das geht. Das könnt ihr machen. So müsst ihr praktisch, wenn ihr kein Englisch versteht, übersetzt euch die Erweiterung für euren Browser automatisch die ganze Webseite in eure Wunschsprache, also in dem Sinne Deutsch. Und ihr könnt das Ganze auch mitlesen. Müsst ihr natürlich auch aufpassen. Er übersetzt natürlich, also eine Maschine übersetzt natürlich ein bisschen komisch. Also so, wenn man ungefähr Bedienungsanleitungen von chinesischen Händlern liest. Wo finden wir die Anleitung? Die Anleitung finden wir hier oben bei dem Wort Patterns. Patterns geschrieben, Patterns ausgesprochen. Da klicken wir drauf. Und da seht ihr schon, hier ist das Ding zum Einfügen, was ihr haben wollt. Ich wähle gerne hier unten aus, ob ich Knit und Crochet oder Knitting haben will. Knit und Crochet ist, wenn ich gestrickte und gehäkelte Sachen gleichzeitig suche oder nur gehäkelte oder nur gestrickte. Sagen wir jetzt einfach mal, wir wollen nur gehäkelt haben. Dann gehe ich auf Crochet mit der Häkelnadel. Und dann kann ich hier oben eintippen, was ich denn suche. Nehmen wir an, ich suche das Virustuch. Zum Beispiel. Dann klicken wir hier, also ihr könnt auch Enter drücken oder ihr klickt auf die Lupe. Und dann schlägt ihr euch schon automatisch und dann gibt ihr euch die Ergebnisse. Und was ihr noch machen könnt, ihr könnt dann hier links, wenn ihr ein bisschen weiter runter scrollt, könnt ihr sagen, möchte ich es gerne als kostenlos haben, das heißt free. Dann kann ich das hier anklicken, dann zeigt er euch nur kostenlose Sachen. Oder ihr könnt auch sagen, ich möchte gerne dafür zahlen, purchase online, also dass ihr es online bezahlt. Ich möchte es gerne kaufen und drucken, purchase and print. Ich möchte es gerne nur als Download, Ravelry Download, das geht auch.
Und in My Library ist, wenn, also praktisch die Suche, wenn ihr das schon in eurer eigenen Bibliothek habt, das ist eine Funktion bei Ravelry. Ihr könnt dann praktisch Sachen, die ihr gerne wollt, in eure Bibliothek packen. Oder Discontinued, das steht für, wenn es schon ausgelaufen ist, wenn ihr solche Sachen sucht. Aber das ist, ja, das ist eher für weiterführende Suchen. So, und dann sagen wir zum Beispiel, wir wollen nur kostenlose Anleitungen haben. Dann klicken wir hier auf Free. Und dann wird er euch auch hier automatisch wird die Seite nur kostenlose Sachen anbieten. Eine andere Suche, die wir jetzt machen könnten, wir geben mal hier oben statt Virustuch Mystery ein. Dann klicken jetzt hier wieder auf die Lupe. Und dann zeigt er euch alle Mysteries an für den Bereich Häkeln, die es so alle bei Ravelry gibt und die kostenlos sind. Weil die haben wir ja angeklickt als kostenlos. Wo ist es? Hier bei Free. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, nee, ich möchte jetzt aber doch alle sehen, dann könnt ihr das Häkchen wieder wegnehmen und dann zeigt ihr euch alle an, die kostenlos und kostenpflichtig sind. Also praktisch, wenn wir nirgendwo ein Häkchen hier haben, dann filtert er auch gar nicht. Also dann filtert er euch auch nicht, ob es gekauft werden soll oder kostenlos sein soll, ob es irgendwie gedruckt werden soll, gedownloadet werden soll ob ihr das online kaufen könnt und so weiter. Ja. Genau. Geben wir doch mal an, wir suchen das Mystery Sound of the Ocean, suchen wir zum Beispiel. Da findet er tatsächlich eine Anleitung, welche Überraschung. Und dann gehen wir jetzt zum Beispiel da drauf. Und da wollen wir jetzt zum Beispiel wissen, wie sieht denn das hier aus? Und da seht ihr hier Published in, hier steht dann zum Beispiel Wikipedia und Ravelry. Dann steht hier, es ist Crochet, also Häkeln, es ist ein Tutorial. Es wurde im November 2019 zum ersten Mal veröffentlicht. Hier steht noch ein Garn, was vorgeschlagen wird. Und welche Nadelgröße zum Beispiel, das geht auch. Das ist die Lauflänge, Yardage, das ist die Lauflänge, die empfohlen wird. Hier ist zum Beispiel noch erwähnt, welche Häkelart, also bei den Englischsprachigen gibt es halt noch die US- oder die UK-Art, das ist auch noch so eine Sache, und in welchen Sprachen es verfügbar ist. Und hier seht ihr zum Beispiel hier, diesen Kall gibt es in German und Englisch, also in Deutsch und Englisch. Dann seht ihr hier zum Beispiel den Preis, das wäre halt der Download von dem ganzen Kall. Ihr könnt ihn auch zum Beispiel jetzt direkt bestellen oder die Webseite besuchen. Und dann seht ihr hier unten, sind dann die ganzen Notizen, die man als Designer einfügen kann. Das habe ich jetzt reingefügt. Also praktisch, das ist jetzt auf Englisch. Ich scroll mal ein bisschen weiter unten auf Deutsch, das sehen wir ein bisschen besser. Genau, da habe ich jetzt zum Beispiel eingetragen, die Anleitung wird nach vollen 100 Seiten beinhalten, kostenlose Videos. Dann seht ihr die ganzen Videos, die schon da drin sind. Und wenn ihr da draufklickt, also das ist auch schon so hinterlegt, wenn ihr da draufklickt, werdet ihr auch dorthin weitergeleitet. Ja, und dann geht das Video schon los. Ich gehe mal zurück. Genau, dann scrollt man hier unten. Ich habe jetzt noch damals das Farbverlaufsgarn, Häkeln, also Maschenmarker nochmal eingetragen. Bei der Anleitung ist sonst hier momentan noch nicht viel los. Auf Ravelry machen noch nicht so viele mit. Aber ich erkläre euch noch die anderen Sachen von einer Anleitung. Ups, Entschuldigung. Hallo. Entschuldigung. Ich möchte das gerne wegmachen. Okay, machen wir das anders, gehen wir mal zurück, genau. Ich möchte euch das nochmal am Virustuch erklären. Ein paar andere Sachen, die man hier machen kann. Okay, ich klicke jetzt mal das Virustuch hier an. Was hier jetzt noch interessant ist, bei dieser ganzen Übersicht, hier kann man zum Beispiel sehen, wie viele Projekte gibt es schon mit dieser Anleitung. Also praktisch von diesem Virustuch anhand von dieser Anleitung haben Menschen 7058 Projekte gestartet und 4.794 davon sind in der Warteschlange. Das heißt, die Leute haben es eingereiht, um irgendwann später das zu häkeln. Also das praktisch so eine Übersicht hier sehen könnt. Das ist zum Beispiel das Rating von der Anleitung, die Klarheit, wie gut es erklärt ist. Hier seht ihr den Schwierigkeitsgrad. Also ihr seht, der Balken ist recht klein. Also das heißt, es wird von den meisten Leuten als sehr einfach empfunden und hier noch empfohlenes Garn und so weiter. Das machen wir ein bisschen später. Das will ich mit euch heute nicht durchgehen. Es wird ein bisschen zu viel. Und dann könnt ihr in der Anleitung, also hier links seht ihr natürlich die Bilder, die habe ich so festgelegt. Aber was das Schöne ist,
Hier oben könnt ihr drüber gehen und hier gibt es den Reiter Projects, also Projekte. Das finde ich sehr, sehr schön, weil hier kann man nämlich drüber stöbern. Das sind Leute, die ihre Projekte mit Bildern hochgeladen haben. Also die praktisch ein Projekt hochgeladen haben und haben gesagt, ich mache das Virustuch von der Julia. Und guckt mal, so sieht mein Endergebnis aus und ich habe dieses und dieses Garn benutzt. Und diese Funktion finde ich ziemlich cool, weil man dann sehen kann, was funktioniert bei dieser Anleitung und was nicht. Also man kann hier praktisch gechillt durchblättern und gucken, wie sieht das denn aus. Und wenn man jetzt zum Beispiel durchblättert, da kann man dann halt was Bestimmtes sich raussuchen und anklicken und genauer anschauen, womit haben sie es denn gemacht, wie finden sie es, wie ist so der Entstehungsweg und so weiter. Das ist ziemlich cool. Ich gehe jetzt nochmal zurück zum Projekt und klicke jetzt mal auf eins der Bilder, die ich hier eingefügt habe. Und nehmen wir mal jetzt von oben vielleicht, glaube ich, ein bisschen aktueller. Genau, das ist das Projekt Carrie Wools Kuschelmuschel. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf, da klicken wir mal drauf und da seht ihr, da hat der Nutzer Carrie Wool, also Carrie Wool ist der Nutzer, hat dieses Projekt Kuschelmuschel genannt und schreibt, das ist jetzt die Anleitung Virustuch von der Julia. Und hat so ein paar Sachen eingetragen. Ne? Und hier unten zum Beispiel, welches Garn habe ich verwendet, steht dann zum Beispiel da, dieses und dieses Garn, die und die Länge. Farbe war Blue Purple, also blau bis Purple, also violett. Wahrscheinlich ist es bis dahin noch gar nicht gekommen, hat schon früher aufgehört. Und da kann man zum Beispiel sehen, das ist halt das Eingetragen von Carrie Wool. Also es gibt auch Leute, die tragen viel, viel mehr ein. Da kann man halt auch genauer nachschauen. Und da sieht man halt auch das Rating an, was die diejenige Person vergeben hat. Also wie sie das Ganze gefunden hat, wie sie die Anleitung oder das Garn und so weiter gefunden hat. Das ist auch ziemlich interessant. Da kann man auch mal in Kontakt treten und so. Und ich klicke jetzt mal ein anderes an. Klicken wir mal die Dame an. Okay, hier ist zum Beispiel, genau, das ist von Le Petit und sie hat das Tuch Candy Shop genannt und ihr seht, sie hat eine Nadel 3,5 mm benutzt und hat mit Repeater Colors Cotton gearbeitet, wobei Candy Shop ist eigentlich modal, ich denke mal, die hat es falsch gewählt, also wir haben ja die Baumwolle und modal drin, ich denke mal, die hat es einfach falsch ausgesucht. Und die Notizen von Le Petit sind gehäkelt aus Modalgarn von Wikipedia nach der YouTube-Anleitung Farbverlaufswolle Candy als Tuchverlauf fertigen lassen. Ja, wenn ihr dann zum Beispiel Fragen habt, ihr könnt auch zu dem Nutzer, also ihr könnt hier oben ist die Le Petit, ihr könnt dann zum Beispiel draufgehen und wenn ihr mit der Guten quatschen wollt, könnt ihr mit ihr in Kontakt treten, ihr könnt ihr eine Message schreiben und so weiter. Aber auch das machen wir ausführlicher später. Aber seht ihr, ne? Also man kann wirklich, man wird auf Ravelry eigentlich nie fertig. Man kann immer weiterklicken und immer weiterklicken und immer weiterklicken, wenn ihr dann eine Anleitung gefunden habt. Ja, also es ist sehr, sehr vieles möglich hier. So, ich bin jetzt nochmal zurück auf die Pattern-Seite gegangen, also auf die Anleitungsseite gegangen und will euch nochmal zeigen, die erweiterte Suche, die heißt hier Advanced Search, das ist hier dieser rote Balken, der hinterlegt ist und klickt mit euch mal hier drauf und will ich nochmal zeigen, was man hier nochmal sehen kann. Ich weiß, die Seite ist wirklich überladen, da habt ihr vollkommen recht, ich finde die auch wirklich selbst sehr, sehr unübersichtlich und man muss lernen, auf der Seite Dinge auszublenden, also zum Beispiel diesen ganzen Balken-Krimskrams hier oben blende ich zum Beispiel auch immer aus. Und ja, also hier links, wenn ihr auf diese erweiterte Suche geht, habt ihr viele Möglichkeiten nochmal zu suchen. Das, hier seht ihr die Übersicht für mich, also praktisch, was bei mir in den Favoriten ist, in meiner Bibliothek, welche Projekte ich habe, welche Warteschlange ich habe, meine Favorite Designers, also meine Lieblingsdesigner, sorry, ich bin schon ins Englische abgerutscht. Das Garn, was ich im Stash habe, also in meinem Garnvorrat, das kann man eintragen. Das ist für viele auch praktisch. Da kann man so ein System haben, um dann zu suchen, was man denn mit dem Garn anfangen kann. Was ich mir vor kurzem angeschaut habe, was von der Suche versteckt ist und so weiter. Also auf jeden Fall hier unten bei Craft. Hier unten könnt ihr dann wieder antippen, wollt ihr häkeln, wollt ihr stricken, wollt ihr Maschinen stricken oder dieses Loom stricken mit diesem... Ne? Kennt ihr ja, ne? Mit dem
also mit dem Strickrahmen heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Ich sage auch immer Loom dazu. Ja, man ist schon komplett ins Englische abgedriftet. Da könnt ihr wieder auswählen, ob ihr alles ankreuzt oder gar nichts ankreuzt oder nur einzelne oder zwei oder drei. Da seid ihr wirklich frei, kann man sehr viel machen. Da kann man hier nach Kategorien gehen. Man kann dann zum Beispiel auswählen, möchte man in Kleidung suchen, in Accessoires suchen, Medical, das ist so die Richtung, die vor kurzem entstanden ist wegen dem Mundschutz. Dann Home, also praktisch Heim, Accessoires oder Heimdekor oder so. Dann gibt es Spielzeug und Hobby. Dann für Haustiere oder Components, also das sind vielleicht so, Components sind separate Teile, also vielleicht auch nur ein einziges Häkelmuster oder vielleicht suche ich was nur Kragenmäßiges oder so, ne? Also halt Komponenten halt. Genau, hier unten habt ihr wieder die Übersicht, ob ihr das Ganze kostenlos haben wollt oder zum Kauf und zum Drucken als Download, ob ihr schon etwas in eurer Bibliothek habt und ob etwas ausgelaufen ist. Und dann könnt ihr hier unten noch wählen, es hat ein Foto. Ja, ich möchte gerne nur Anleitung mit Foto sehen oder nein. Dann habt ihr hier Möglichkeiten, Attributes zu wählen, also Attribute zu wählen. Accessibility, also wie erreichbar das ist. Colorwork, ob das halt eben Arbeit mit verschiedenen Farben ist, Konstruktion, verschiedene Häkeltechniken, Designelemente, textile Eigenschaften, das ist was für Erwachsene. Dann Pattern Instructions, also praktisch, ob das zum Beispiel, da kann man auswählen, ob es in Schriftform oder in Videoform festgehalten ist. Dann, ob das ethnischen Hintergrund hat, bestimmte Formen. Sockentechniken, dann habt ihr hier unten die Möglichkeit, nach Alter und Größe zu sortieren. Ist eine gute Frage, das habe ich gerade nicht im Kopf. Fit, also praktisch, ja, slim oder ne, wie es halt fittet, wie es, oh Gott, wie ist es auf Deutsch? Die Passform, dann habt ihr unten noch, ob es für Männlein, für Weiblein oder sonstiges sein soll. Dann habt ihr hier unten bei Weight, verwechselt das bitte nicht im Deutschen mit Gewicht, mit dem Eigengewicht. Die Englischsprachler bezeichnen die Garngröße nach Gewicht. Bei denen ist das ein bisschen anders. Also bei uns ist ja immer so, die Nadelgröße ist auch gleichzeitig die Garngröße. Wenn wir sagen Nadelgröße 3, dann sucht man sich auch das Garn nach Größe 3 aus. Das ist auch so in Deutschland oder im Dachbereich Deutschland, Österreich, Schweiz, ist es auch so auf den Banderolen vermerkt. Im Englischsprachigen ist es vermerkt halt ne, mit Thread und Cobweb, Lace, Light Fingering, Fingering, Spot. Googelt da am besten durch, sonst wird die Folge hier auch zu lang. Aber die sortieren das danach. Bei denen ist es halt ein Gewicht, nicht eine Nadelgröße. Finde ich ehrlich gesagt sogar ein bisschen verwirrender, weil, also für mich persönlich ist es einfacher, wenn ich eine Nadelgröße habe, ist es für mich auch einfacher, in der gleichen Größe nach dem Garn zu gucken, weil es ja dann auch auf der Banderole steht, Garngröße für Nadelstärke zum Beispiel 3 bis 4. Die machen sich ein bisschen komplizierter. Ist halt kulturell, traditionell, geschichtlich, wie auch immer, ist halt so. Ist auch, finde ich auch ein bisschen schade, dass die deutschen Hersteller jetzt auch dazu übergehen, das auch gerne so in dieser Art auf ihren Garnen draufzuschreiben. Also es wird jetzt gerade so Mode, das Garn DK oder so zu nennen, was ich tatsächlich unpassend finde. Also ich persönlich finde es total doof. Wir haben bei uns auch ein paar englischsprachige Seiten auch so benannt, damit das die Leute besser finden. Ist ja klar, wenn man für Englischsprachler das macht schon. Aber im deutschen Bereich, ich finde es wirklich total blöd, einem deutschen Handarbeiter, der die Nadelstärke 3 und 4 und 5 gewöhnt ist, was auch wirklich Sinn und Verstand hat und sinnvoll ist, den jetzt zwangsweise auf diesen Trend mit diesem Worsted oder DK oder Sport oder Fingering umzumünzen, den das aufzuzwingen und zu sagen, das ist jetzt cool, das musst du jetzt machen, finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr unpassend, weil es einfach jemanden durcheinander bringt. Wenn man dann jetzt vor der Banderole im Regal steht oder online, man kann damit doch gar nichts anfangen. Da muss ich doch jetzt erstmal anfangen zu googeln, um zu wissen, ja, was ist DK jetzt für eine Stärke? So sehe ich es doch gleich. Ja, ist es 3 mm oder 5 mm? Ne, ihr wisst, was ich meine. Genau, und dann kann man sogar noch auswählen, wie viele Garne zusammengehalten werden, also wie viele Fäden, ob es zum Beispiel 2 sind oder 3 oder ne, so weiter, da kann man auch ein bisschen sortieren. Dann habt ihr hier unten die Lauflänge. Es gibt die Möglichkeit, also ich gebe das auch immer an, als Designer hat man die Möglichkeit, die Lauflänge in Metern anzugeben. Die Suche geht hier nach Yards, also da müsst ihr ein bisschen dann umrechnen, wenn ihr, ne, also bedient da auch wieder Google, wie viele Meter ist das in Yards? Und dann könnt ihr da dann auch suchen. Man muss halt leider auf der Seite ein bisschen ins Englischsprachige umdenken, aber es funktioniert trotzdem ganz gut.
Dann kann man hier sortieren, wie viele Farben werden benutzt. Nur eine, nur zwei, drei, vier, fünf, sechs oder mehr. Dann kann man sortieren nach, woher stammt diese Anleitung. Kommt die aus einem Buch, aus einem Magazin? Kommt die aus einem Booklet, von einer Webseite, von einer Website, was auch immer das ist? Also ein Webmagazin wahrscheinlich. Ein E-Book. E-Books kann man meistens direkt von Ravelry herunterladen. Nicht immer, aber kann man meistens. Ja, dann habt ihr hier unten, könnt ihr noch die Häkelgröße auswählen, dann das Garn, welche Art das Garn hat, nochmal die Nadelstärkegröße. Rating ist praktisch die Bewertung, wie nennt man das, den Bewertungsgrad, also wie gut ist die Anleitung bewertet, danach könnt ihr sortieren. Difficulty, Schwierigkeitsgrad, wollt ihr eine einfache oder auch mal, traut euch mal eine schwere Anleitung zu, da könnt ihr euch sortieren. Von welchem Designer wollt ihr etwas suchen? Also ihr könnt auch bestimmt nach einem bestimmten Designer suchen. Und dieses Crochet Terminology, das ist halt eben das, was ich euch erzählt habe, im englischsprachigen Raum unterscheiden die, ob ihr UK oder US oder Unknown haben wollt. Das gibt's auch, also weil die ihre Stäbchen oder feste Maschen bezeichnen die Engländer anders als die USAler. Dann könnt ihr hier unten nach der Sprache sortieren. Ihr könnt dann zum Beispiel auch nur Deutsch wählen, das geht auch. Ihr könnt euch auch, wenn ihr sagt, mit englischen Anleitungen will ich mich überhaupt nicht rum, nee, das ist mir viel zu anstrengend, sagt ihr, hey, ich will nur Deutsche, alles klar. Ihr seht hier oben natürlich im englischen Bereich habt ihr natürlich die meiste Möglichkeit. Und ich kann euch auch gleich sagen, wenn ihr wirklich Schwierigkeiten habt, fragt doch einfach mal in der Facebook-Gruppe nach, euch wird bestimmt geholfen. Die Mädels sind wirklich so nett, die melden sich auch euch per PN bei euch und ihr könnt euch ja gerne austauschen. Also probiert es trotzdem, wenn ihr unbedingt wenn ihr euch an eine englische Anleitung rantraut, aber wenn ihr nur Deutsche haben wollt oder nur Russische haben wollt oder nur Spanische oder Schwedische, das gibt's auch, das könnt ihr euch auch auswählen. Und hier unten gibt's noch mehr Möglichkeiten, nach denen ihr suchen könnt. Guckt es euch an, also es ist wirklich unendlich. Man kann nach so vielen Sachen sortieren, es ist Wahnsinn, es ist krank, es ist toll, es ist grandios, die Seite ist einfach verrückt, ja. Ich hoffe, die machen noch mal später mit dem Design ein bisschen mehr, dass es übersichtlicher wird. Ich mag tatsächlich dieses Helle nicht. Ich finde es persönlich sehr unübersichtlich. Es war vorher ein bisschen besser, aber ja. Ich hoffe, dieses Video war euch hilfreich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal mit euch durch diese Webseite zu gehen. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Alles, was ihr gerne noch mal sehen wollt, was ich euch erklären soll, was hier irgendwie, worauf ich genau eingehen soll, schreibt mir bitte in die Kommentare, damit ich ganz genau weiß, was ihr sehen wollt, was ich machen soll, was ich euch zeigen soll. Egal wie simpel oder, keine Ahnung, es gibt keine doofe Fragen, fragt einfach, dann setze ich mir das auf die Liste und versuche zeitnah Videos zu machen. Ja, ihr wisst, wir sind ein bisschen auf Haussuche und ein bisschen im Stress, aber ich schiebe das trotzdem dazwischen. Ich versuche das so gut wie möglich zu machen. Ich versuche auch, das wöchentlich für euch hochzuladen, auf jeden Fall. Ja. Wenn ihr was sehen wollt, bitte, bitte, bitte Kommentare da lassen. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal und euch ganz, ganz viel Spaß beim Stricken und pass auf, die Seite macht wirklich süchtig. Viel Spaß auf Ravelry. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.